Morgen. Der Tag fängt jeden Tag neu an. Jeder Tag ist neuer Tag. Nee, ich meine, fängt er wieder von vorne an. Aber nicht der gleiche Tag. Ein Tag fängt wieder von vorne an, wieder ein neuer Tag, aber es ist immer ein neuer Tag. Weißt du, was ich hier sehe? Es ist kein Murmeltiertag. Was wenn ich sie sehe, sehe ich total an Luke. Wenn sie so macht, so. Ich muss gehen. Papa, ich will vorne sitzen. Setzt euch mal gegenüber voneinander, ganz normal. Schnallst du sie an, ja? So, wo fahren wir hin? Zum Sportplatz! Yay! Und du unter meinem Schwert haben da noch die Stickjacke für mich an. Genau. So, dann kommt das hier nochmal aus. Aber eigentlich geht das für mich. Ja. Für mich ist mir auch zu klein. Darf ich? Ich muss meine langen Ärmel anlassen. Papa, sagst du dann den ihr müsst, wie gesagt, ganz wichtig ist, zusammenarbeiten. Ihr lauft jetzt erstmal eine Runde. Und es geht auch jetzt nicht auf Geschwindigkeit, ja? Ganz einfach, nicht lospesen im ersten Moment total schnell, sondern wirklich versuchen, einen gleichmäßigen Rhythmus zu finden. Dass ihr euch nicht gegenseitig treibt oder so, ja? Aber jeder bleibt bei seiner Linie. Ihr bleibt nicht bei. Ihr könnt dann auf die Mitte wechseln, also hier, ja? Ja, ich bin lauft da. Ihr hier. Ich bin in der Mitte. Auf der, ihr lauft auf der Linie, auf der inneren Linie, zur Mitte, zur inneren Linie, okay? Ja. Also, dann los! Naja, sie wollten ja. Marathon machen. Kindermarathon. Ja, das haben sie jetzt davon. Was haben sie davon? Sie laufen den Marathon. Kindermarathon. Da, 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 da. Ah. Und eine Viertelrunde. Und es gibt den ersten Aussetzer. Bleibt zusammen. Immer schön zusammenbleiben. Los, eine Runde, das schafft ihr. Wollt ihr noch eine? Wollt ihr noch eine? Schaffst du noch eine? Ich mach kurz Pause. Okay, dann macht kurz Pause. Dann zieht euch die Jacke kurz über. Einfach nur überziehen. Heute, wenn ihr wollt, könnt ihr dann noch eine Runde laufen. Ganz wichtig für euch, nicht miteinander quatschen. Nicht miteinander quatschen, ihr bekommt Seitenstiche. Ja. Und das tut weh beim Laufen. Weil du dauernd quatscht und gackerst. Das müsst ihr abschalten. Ihr müsst es abschalten. Ihr müsst versuchen, ruhig zu atmen, im Rhythmus zu atmen, wie ihr lauft. Dass ihr den Rhythmus findet. Atmen, laufen, 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 atmen, laufen, laufen. Und gut atmen, nicht kurz atmen, sondern wirklich gut Luft, viel Luft in die Lungen, viel Luft für die Muskeln, Sauerstoff für die Muskeln. Das ist ganz wichtig. Also wirklich nicht quatschen. Immer schön, ihr könnt auch jetzt, wenn ihr sozusagen stehen bleibt oder so, könnt ihr immer ein bisschen laufen, immer so ein bisschen hin und her, wenigstens eure Muskeln, dass sie nicht auskühlen, so ein bisschen bewegen. Ja? Ich setze mich. Ja, setzen ist ja halt das Dümmste, was du machen kannst. Ich setze mich mal kurz. Ja, setzt euch kurz. Jawohl. Wichtig ist wirklich immer in Bewegung bleiben. Niemals, dass der Muskel kalt wird, weil dann musst du wieder von vorne anfangen. Weil du Team Weiß bist. Auf eurer Seite. Weil ihr nämlich meine Mädchen seid. So, und ihr wollt einen Marathon laufen. Wenn ihr einen Marathon laufen wollt, dann müsst ihr jeden Tag versuchen, dass ihr das hochgeschraubt kriegt, dass ihr jeden Tag es schafft, 1 Kilometer zu laufen. Ja. Ja. Ja, 60 Kilometer sind das dann. Ja, ich dachte, das ist 100 Kilometer. Ich will trotzdem Musik hören. Ich bin alleine. Okay, dann machen wir es ganz einfach so. Der eine startet schon. Warte. Und wenn Lumen, davon da startest du. Und wenn du dann drüben bist, auf der Seite, dort ungefähr, dann kannst du loslaufen. Wenn sie nicht an dem Tor ist, sondern an dem Tor. Kannst du mir dann jetzt sagen? Ich sage es dir. Okay? Okay.
Na, Mensch. Eine Mobilität hier. Ich musst sie nämlich einholen, bin ich der Meinung. Von da? Du musst sie bestimmt schon einholen. Kann ich loslegen? Und los. Was für ein Ehrgeiz. Noch. Hey, gar nicht so schlecht. Die Lumi ist gar nicht so schlecht. Komm, komm, komm. Hopp, hopp, hopp. Komm, komm, komm. Komm. Und lauf durch. Lauf durch. Bravo, das hast du gut gemacht. Das hast du sehr gut gemacht. Hast du gut gemacht, fantastisch. Hey. Ich will ja noch viel länger bleiben. Das habt ihr ganz toll gemacht. Richtig toll. Das war ein Kilometer. Das war der Lauf, den ihr dann laufen müsst. Müssen wir morgen nochmal hierher? Nein, ich muss hier jeden Tag. Jeden Tag, solange wir krank sind, wird das wohl gehen. Hauptsache wir üben für den Marathon. Genau, es muss für euch halt eigentlich so eine Leichtigkeit sein, hintereinander weg sozusagen zu laufen. Ihr seid dann zweieinhalb Runden hier, wenn ihr zweieinhalb Runden hier lauft, dann ist das sehr gut. Dann ist das wirklich sehr gut. Vielleicht denken wir auch an den Kinder. Nur wenn man sich das so anguckt, sieht das voll leicht aus. Und ihr seid ja nicht nur... Wir sind halb ein Kilometer und einen halben gelaufen. Habt ihr auf alle Fälle sehr gut gemacht. Also... Die Frage ist für euch, wollt ihr das machen? Wollt ihr da mitmachen an dem Marathon oder nicht? Und du gibst nicht gleich auf jedes Mal, wenn du einmal Seitenstiche bekommst? Seitenstiche bekommt jeder. Hallo, wir waren gerade wir sind halt schon gegangen. Und ja, halb da. Und jetzt gehen wir noch zum Spielplatz. Wir fahren den Spielplatz. Das ist voll doof. Eigentlich wollten wir außen rumgehen, so den Spielplatz. Aber es war gesperrt. Ja. Ja, das war irgendwie komisch jetzt. Voll doof. Hehehe. Ich muss euch erstmal auslachen. Das Bild habe ich gemalt. Sieht so schön aus. Das war ich auch immer da. Sieht so schön aus. Das Bild habe ich gemalt. Und ein Mann hat mir euch kurz weggenommen. Du hast gerade alles gesagt. Und ja. Ja, das ist das Weihnachtsweg. Das Haus vom Weihnachtsmann, wie ihr sehen könnt. Ja, das sieht voll süß aus. Sagt die richtige. Und wir sind aber ein Spielplatz. Auch ein Höschen. Ich bin nur ein Höschen. Und als Belohnung, da fährt es auf den Spielplatz kurz. Yes! Hallo. Gibt es hier eine Rutsche? Hab's geschafft! Na, werden wir. Wir werden erstmal balancieren.
Blut rutscht! Das geht mal lang! Hier muss ich rennen! Das war nett. Hallo! Hier bin ich mal hochgeklettert. Das ist das Spinnen. Ja, ich hab's. Die Wellenhütchen war immer mein größter Feind, mein Hütchen. Wirklich? Ich habe immer gegen sie gewonnen. Das war der Feind, aber du hast gewonnen. Die Rutsche, liebe Rutsche. Es ist so klein. Jui, jui. Ein Huckel. Ich habe gut genug gelernt. Ich kaufe eine Eins. Eine Eins? Eine Eins wäre toll. Eine Zwei wäre auch schon toll. Bei einer 1 wäre ich überrascht. Was heißt überrascht? Nee, weil ich nicht damit rechne. Oder? Ja, also das wäre eine außerordentlich gute Leistung von dir. Und außerordentlich heißt, dass es schon außergewöhnlich auch ist. Also normalerweise. Dann darf man ruhig überrascht sein, um positiv überrascht zu sein. Also man kann auch negativ überrascht sein. Man kann auch negativ sagen, das hätte ich von dir jetzt wirklich nicht erwartet. So schlechte Leistung. Ja, und dafür muss ich dich jetzt leider verprügeln. So wie das eben gute Eltern machen. Züchtigung nennt man das. Du verprügelst mich nicht. Anouk will jetzt da so lange rumrollen, bis die Läden schließen. Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht genau. Ich will so lange rollen, bis du mich ein bisschen gehauen hast. Das ist sie ein bisschen gehauen. Ist er? Ja. Das ist ein also auf alle Fälle war das Tag 1 des Trainings für den Kindermarathon. Naja, erstmal der Bambini-Marathon. Warum nicht ja. Kindermarathon? Ganz einfach, weil sich da die ganze Schulklasse anmelden muss. Was? Ja. Bambini-Marathon! Genau, Bambini-Kinder. Da geht's aber nur um Spaß. Da geht's nur um Spaß. Da gibt's keine Medaillen, keine Pokale, kein Nix, kein gar nichts, nicht mal eine Urkunde. Du kriegst einen feuchten Kehrig, wirst am Ende sogar noch angespuckt und weggetreten. Okay. So, ja, hau ab jetzt, bumm. Die sagen nur, lauf da los und dann sind sie. Genau, und dann zirp. Gibt's da wirklich keine Medaillen? Ach, machst du nur wegen der Medaille mit? Die macht nur wegen der Fame mit. Okay, komm, können wir los? Anouk, haben wir nicht so lange offen. Jetzt fahren wir nämlich noch im Baumarkt und werden noch eine Kiste besorgen. Also entweder ich gehe jetzt los und hole jetzt ursprünglich eine, jetzt mittlerweile schon 3 Kisten. Ja, ist ja auch nur ein begrenztes Budget oder so, darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Und noch Glühbirnen, die auch nicht wenig kosten. 4. Ja, 4 Glühbirnen. Hör auf zu lachen. Du wirst es doch früher noch erleben, das Dilemma in so einer Ehe. Lustig. Oder ich bleibe einfach hier, leg die Beine hoch und warte auf die Dinger, die da kommen. Was hätten wir denn, Jane, Frau Müller-Hein? Ist das eine Katastrophe, wenn man hier mit den gackernden Hühnern wegkommt? Muss ja nicht, reicht ja eigentlich noch eine. Ja. Und nimm deinen Zettel mit, ja? Okay. Warte! Bis gleich! No! Druck machen. Uni! Tag 2. Training. Spaß! Das ist Training! Harter Drill! So, eigentlich wäre ich ja mit Dennis unterwegs, aber Dennis hat abgesagt, weil er krank ist. Dafür kann ich mich jetzt um meine Family kümmern hier. Und die will ja trainieren für Olympia. Ich kann schon mal gehen. Ja, also zum Training müssen wir erstmal was zu trinken holen. Machen wir jetzt. So was hier. Hier ist sowas. Genau, nur Stillwolke, ne? Ich weiß jetzt das Sprudel, was ist das da? Das Sprudel. Ah, ich nehme Sprudel. Dann nimmst du Sprudel. Danke. Da steht. Naturell. Okay, steht. Wunderbar. Wie kommt man dann da rein? Ja, ich glaube, es ist abgeschlossen, ne?
Hui, naja. Wo seid ihr? Gibt es hier auch noch einen Sportplatz? Wir können ja zusammen den Spielplatz klettern. Nee. Oder über den Zaun klettern? Nee. Jo, also, muss ich mal loswerden. Sportplätze hier, das ist ja eine Katastrophe. Ich finde es ein Unding, wenn man schon Sport machen will, dass die Sportplätze abgeschlossen sind, alle. Warum gibt es ja keine öffentlichen Sportplätze? Und wenn denn so wenig, dass man weiß, wie weit fahren muss. Finde ich schade, dass es sehr schwer gemacht wird, sagen wir mal so. Naja, jetzt fahren wir auf alle Fälle zum nächsten Sportplatz. Mal gucken, ob der offen ist. Der ist direkt neben der Schule. Ja, dann schauen wir einfach mal. Luca muss ja offen. Dann fahren wir zum nächsten Sportplatz. Und der ist nämlich am beim Tonvater oben. Und wenn der nicht offen hat, ja, am Jahnpark, also der Sportplatz, na, dann wissen wir nicht. Also denn, wenn der am Jahnpark nicht offen hat, dann ist ja ein Widerspruch in sich. Ja. Dann halt müssen wir mal gucken. So, Sportplatz Nummer 2. Wir testen mal. Aber wenn er offen hat, wenn nicht, dann werde ich ihn kaputt machen. Jetzt hast du heute offen. Naja. Ja, wäre toll. Das geht nicht. Zumindest der Spielplatz hat offen. Die haben immer offen, Spielplätze. So, da sind ja nur zwei Schaukeln fast. Ja, ich fasse es nicht. Jetzt sind wir hier immer fast rumgelaufen. Und mit dem ganzen Ding. Dann da hinten wieder bei der Schule oder was. Da sind doch aber Kinder auf dem Platz. Ey, so abgeriegelte Sperrgebiet. Bitte kommt nicht auf den Sportplatz. Bleibt lieber zu Hause sitzen, guckt euch Fernsehen an. Spielt Playstation und was Physik was. So schwer kann es doch gar nicht sein. So, da vorne, die nächste Ecke, die muss es sein. Die muss es sein, hier, ja. Die Ecke da. Die Ecke. Nein, es gibt tausende von Ecken. Bewege mehr als dein Ball, bewege die Welt. Yay. So. Ja, wo geht's rein? Moment mal. Jetzt sind wir schon mal hier. Immerhin. Immerhin. Wir haben es geschafft. Irgendwie. Ja. Hallo. Hallo. Oh. Na, endlich Aschebahn. Na, und hier sind wir zwei Runden. Zweieinhalb. Ja? Laufen. Es ist schwer, einen Sportplatz zu finden, der irgendwie offen hat. Eigentlich stimmt, aber ich muss nicht erlauben. Ach so, auch noch. Das ist nicht so schlimm. Ich drück mal ein Auge zu mir, damit sie Bescheid wissen. Okay. Es gibt bestimmt Kolleginnen, die es nicht erlauben. Okay. Weil das Ganze im Schulgebäude. Okay. Ja. Da muss halt die Sicherheit immer. Ich weiß auch nicht, dass sie die Böden gesetzt. Ist furchtbar, wenn die Kinder Sport machen wollen, die können nirgendwo. Jetzt sind keine freien Anlagen, habe ich den Eindruck. Also wir waren jetzt hier trainieren. Die Kinder sind sogar 2 Kilometer gerannt. Hier ist die Lumen. Die Anouk ist so 1,5 Kilometer gerannt. Die müssen ja nur 1 Kilometer rennen. Also ihr seid beide gut gelaufen, sehr gut gelaufen. Ja? Das Problem ist, hier durften wir eigentlich auch nicht sein, aber wir wurden geduldet. Wurde uns erlaubt für heute mal, dass wir hier mal rennen dürfen. Ja, stellt sich für mich immer noch die Frage, warum gibt es sowas nicht öffentlich? Morgen will ich aber noch mal gucken nach der anderen. Ja, können wir machen. Oder wie aber da ist es genauso. Das ist auch so ein Platz wegen der Haftung und bla bla. Hey, kann man verhaftet werden, wenn man nicht einfach hin? Nein, es geht darum, wegen, wenn euch was passiert. Ne? Also muss immer ein Erziehungsberechtigter dabei sein, das bin ich. Papa. Ich bin dabei, das ist in Ordnung, aber das müssen die halt auch wissen.
So. Jetzt laufen wir wieder zum Auto und fahren wieder nach Hause und da gibt es eine leckere, warme Suppe. Nudelsuppe. Nudelsuppe, ganz genau, Hühnersuppe. Nudelhühnersuppe. Hühnernudel, Nudelhühner. Hühnernudel. Auf alle Fälle was Gutes. Ja, Hühnersuppe. Ja, ich freue mich. Echt. Hühnersuppe. Weiß 2 Kilometer bis hier ran. Meine Ferne, meine. Ich musste doppelt so viel laufen wie ein Hund. Musstest du nicht, wolltest du. Dann rede ich nochmal. Mach mal das Hühnersuppe. Oh, puh. Nicht fertig. Und Sellerie. Fertig. Oh, so viel Fleisch. Ja. Der war schick.